Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Escape the Pacific. Wir sind bei einem wunderschönen Wetter eingestiegen, weil endlich regnet es. Die ganze Zeit ist nur scheiß heiß und ich verdurst hier. So viel Kokosnüsse habe ich gar nicht. Wenn ich Wasser koche, wird das nur Salz. Also, gar nicht mal so ungut. Ich weiß noch nicht. Die Dinger da füllen sich etwas, aber auch nicht wirklich viel. Durst haben wir noch immer 21. 0. Sehr gut, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also es fehlt hier, mein Dach ist übrigens halbwegs dicht. Es fehlt hier eigentlich nur ein paar so Teile, weil die da, diese Nebelfänger da, die bringen irgendwie mehr. So, jetzt warten wir, bis der Regen vorbei ist. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, auch schon ein Bettchen. Also, wie ihr hier seht, da. Mit der, das Bettchen hat aber einen Nachteil. Bin ich drauf kommen. Das Problem an dem Bettchen hier ist, warte mal, das nehmen wir, das stellen wir da raus, da füllt sich was ein. So. Das Problem an dem Bettchen ist, ich kann hier nur schlafen. Wenn ich hier rüber gehe, kann ich da auch mit U einfach nur warten, mit Q, ne, mit U, ja, warten. Dann rennt die Zeit nämlich schneller und ich bringe die Nacht schneller rum. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt stockt es wieder. Der Sonnenaufgang ist da hinten. Okay, also was machen wir dann? Ich habe mal Holz gefällt für ein Floß. Ich habe zwar keinen Plan, wie es funktioniert, aber es kann ja nicht so schwer sein, mal eins zusammenzubauen. Das kann ja nicht so schwierig sein. Vielleicht kriegen wir noch ein breiteres hin mit der Kiste drauf. Ja, aber mir gehen die Palmenblätter völlig aus. Das heißt, das Problem ist, ich kann aus Palmenblättern nicht viel machen. Die Bananendinger waren jetzt auch nicht immer der Oberburner. Und von daher habe ich halt das Problem, dass ich jetzt nicht genau... Ich gehe da mal raus. Hallo? Achso. Von daher habe ich halt ein Problem. Oh, da ist Wasser drin. Könnte ich das jetzt da reinleeren? Wer ja, sind es 5, bringe ich da rein oder wie? So. Was trinken wir, weil es lustig ist? Dann stellen wir das runter. Na, das verdampft immer in der Sonne nebenbei. Das heißt, ich werde das jetzt mal kurz mal schauen, ob ich das da herin irgendwo herpflanzen kann. Warum ruckt es denn jetzt so stark? Ah, geht wieder. So. So, das auch. So, also wir werden es jetzt zu Floß bauen. Ich warte eigentlich nur mit dem Sonnenaufgang, der müsste bald kommen. Immer daher. Aber auch was. Stellen wir daher. So. Dann haben wir da. 1,5, das ist voll. Das können wir eigentlich auch mitnehmen. Wieso kann ich das eigentlich die halbe Zeit? Das kann man wieder nicht mit E nehmen. Ach Gott, ein bisschen inkonsistent das Ganze. So. Dann haben wir hier irgendwo ein leeres. Ich glaube, der hat das da. Kann ich das in die Tasche verpacken? Nö, weil nicht leer. Ich stelle ihn mal alle einfach da rein. Dann werden wir hier für den Nebelfänger die Kokosnussschale. Ah, der Mond. Ja, das ist natürlich käsig, das wird jetzt nämlich noch eine Weile dauern. Kann ich schlafen auch bis zum Sonnenaufgang? Das wird sich aber nicht ausgehen, da müssen wir warten. Mit beschleunigter Zeit geht das alles viel besser. So, guten Tag. Warten. Schaut schon gut aus. Aus. So. Also, wir sehen wieder was. Wir sind hier. Wir probieren das jetzt mal mit dem Floß. Ich habe hier mal noch so eine Vorschablon-Ding. Ich glaube, man kann. Ich hoffe, man kann das rumziehen. Dann brauche ich nicht im Wasser bauen. Probieren wir es mal. Nehmen wir mal, wir brauchen die Stämme hier. Die Bananen habe ich nicht viel. Das ist ein normaler Baum, von dem habe ich mehr. Das heißt, wir werden das jetzt einfach mal hierher schmeißen. Schauen wir mal, ob es dann rumziehen kann. So. Wir brauchen 5 Baumstämme. Stämme, die sollten wir haben. 1. 2. 3.
4 und 5. So, dann brauchen wir 2 oder 3. Zweimal die Gas. Optisch sehe ich zwar 3, aber so genau ist es nicht. 1, 2. So, jetzt müssen wir mal rumhämmern auf dem Teil da. Warte. Also ich hoffe wirklich, dass das jetzt irgendwie dann mit dem Rumfahren dann auch schön funktioniert. Heute erscheint Icarus nebenbei. Da wird das kleine Kurzprojekt hier ein bisschen hintangestellt, aber auch weitergespielt. Aber es kann schon sein, dass dazwischen mal ein bisschen Zeit vergeht. So, schaut gut aus. Ziehen mit ausgerissenem Objekt nicht möglich. Ja, ich kann es rumziehen. Das ist schon mal gut. Kann ich an das Ding jetzt was rangeben? Das ist nämlich eben vorher nicht gegangen. Kann ich das irgendwas erweitern? Nee, kann ich nicht. Jetzt, tschüss. Das ist da hinten. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wie geht denn das jetzt? Weil man kann ja das Boot breiter bauen. Praktisch wäre jetzt noch ein einfaches Ruder. Ein Holzpaddel. Ich habe ein Paddel. Das weiß ich. Ich habe eins. Die Frage ist jetzt nur, da ich ja noch keinen Plan von irgendwas habe. Das Basis jetzt, Basis. Wieso kann ich da jetzt wirklich nichts drauf geben? Ich hätte da nämlich wirklich gerne jetzt irgendwie. Das verlängert. Was ist denn, wenn ich jetzt das baue? Was ist denn mit dem da? Wenn ich das hier herstelle, so. 3. Nö, ist nicht so arg. Boote hier. Aber in dem Trailer hat man gesehen, dass das irgendwie ein größeres Floß war. Ja, nehmen wir mal das. Ist ja egal. So, kann ich jetzt da. Segelmast aufstellen. Eher nicht. Das gerade irgendwie am Ding gerade stellen. Ja, nehmen wir mal einfach das Paddel und paddeln los. Ich habe nämlich da ein Paddel gefunden. Das Paddel. Nehmen wir das mal. Gehen wir mal paddeln. Das Ding da rechts oben, ich wollte es mir drauf zeigen. Rechts oben sagt er, ja, einen kurzen Ausflug machen, mal schauen, wo es hingeht. Na ja, dann. Wir werden natürlich, bevor wir das machen, jetzt speichern. Bevor wir jetzt Böller gehen. Funktioniert super. Nämlich genau gar nicht. Rein. Mehr. Ich weiß ja nicht mal, ob das wegtreibt mit der Zeit oder ob das Evo bleibt, aber realistisch betrachtet wird es wegtreiben. So. Floß Großmodul, ja, es ist super toll. Warum kann ich das eigentlich nirgends hingeben? Wasser fallen lassen. Ja, also ich kann nichts machen. Lol. Warum? Warum kann ich nichts tun? Moment mal. Gut, vielleicht ist das Paddel ja einfach scheiße, was ich da habe. Bauen wir mal ein anderes geschwind. So, sind wir sicher. Warum? Ich weiß auch nicht, warum es jetzt so ruckt.
nicht. Langer Stock haben wir hier. Kleiner Stock auch. Langer Stock. Feuerholz 8. Der kleine Stock, ah, da. Spiel erklärt ja nicht wirklich viel gerade. Feuerholz da rein. Eins, zwei, drei. Noch andere Stöcke liegen? Ja, nehmen wir die. Die kriegen wir aus den anderen wieder raus im Notfall. So. Ich habe übrigens eine neue Axt gemacht, weil die andere so ein bisschen zart war. Hammer. Holzpaddel. Ja, es macht nichts. Wie komme ich mit dem Ding voran? Warum ruckt das so geschissen jetzt so? Und das mal weg. Bauen wir sowas. Zwei kleiner Stock. Was? Die anderen braucht keiner? Gut. Auch okay, zwei kleiner Stock. Eins, zwei. Das muss ja irgendwie gehen. Einfaches Ruder. Anbringen. Fahr ich schon? Nee, ich fahre nicht. Kann ich jetzt rudern? Okay, wir haben das jetzt kurz angeschaut. Das ist mal ein Fehlversuch gewesen. So funktioniert einmal gar nichts. Das ist aber komplett für den Arsch. Das heißt, wir gehen zum Hauptmenü. Und laden das letztbekannte hier. Das. Und probieren es von hier nochmal. Weil das, ja, dafür habe ich es ja gespeichert, sicherheitshalber. Normalerweise ist mir klar, dass ich ein Segel brauche und alles dafür. Aber wenn das Spiel mir das im Vorhinein nicht erklärt, dann kann ich viel glauben oder nicht. Ich kann ja auch nur drauf sitzen und rudern, dann hätte ich mir zumindest gedacht. Das geht aber anscheinend nicht. So, zwei kleine Stock. Einmal. Zweimal. Hammer. Würde jetzt auch bald Platz sein. Hammer, ein bisschen gerne noch. Anbringen. Ja, na, hüpf ruhig. Schon okay. So, dann brauchen wir einen Mast. Nehmen wir den Mast. Das ist mit Windfähnchen, ist mir egal. Mast. Schauen wir da her. Mal einen Swan, was ich noch weiß. So. Auch klopfen. Bin schon gespannt, ob sich das auszahlt, was auf der anderen Seite da drüben ist, mit dem ganzen Schaß, was ich da vor mir her. Mach. So, Segelmast anbringen.
In der Hand, danke. Wie bringe ich den an gerade Stellen, kann man mal. Heute noch irgendwas dafür? Okay, nach ein bisschen Rumgespiele habe ich jetzt das andere Boot baut. Das funktioniert. Das Witzige ist, ich kann mit U, jetzt mal weg, das ist das lange Holzkanu, ich kann mit U betreten drücken. Dann sagt er mir, ich brauche ein Paddel ausgerüstet. Das passiert aber hier nicht. Es passiert mit U hier nichts. Jetzt weiß ich nicht, für was das große Gut ist. Aber vielleicht hat es einen Grund, warum der Entwickler das da mit Sterne markiert hat. Die noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ob ich den da montieren kann hier wo. Auch nicht. Ich glaube, da hat es noch was. Da ist irgendwas noch kaputt. Weil wir werden das auf jeden Fall jetzt einfach so machen. Wir lassen das alles da liegen. Wir nehmen unser Paddel. So, gehen mal U. So einfach ist. Zack. Ah, mein Fehler. Es geht ja noch nicht. Ich muss das Paddel weg und muss das ins Wasser ziehen. So. Paddel. U. Paddeln einfach mal darüber. Seht ihr? Läuft! So können wir paddeln. Also macht es eines der ersten zwei Boote. Also zumindest das Langboot, weiß ich jetzt, das funktioniert. Das ist vielleicht wahrscheinlich besser, weil irgendwie. Ich komme mit dem anderen nicht so klar. Ich kann den Mast nicht draufstellen, ich kann das Segel nicht drauf machen. Aber gut, das ist ja, glaube ich, erst vor kurzem hinzugefügt worden. Und das, was ich hier spiele, ist auch experimental. Also, seht ihr es ja links unten immer ganz unauffällig, dass das experimental ist. Das, ja, von daher. Wir haben es geschafft. Wir können jetzt endlich mal paddeln. Paddelt er weiter? Kann ich Tab drücken? Nee, kann ich Tab drücken. Kann ich tabben. Dann paddeln wir mal darüber. Ich hätte mir vielleicht was herstellen sollen, weil ich habe ja nur jetzt das Kaputte gefunden, was ich gefunden habe. Bin mir auch ziemlich sicher, dass ich im Arsch bin, sollte ich jetzt sterben. Gott, dauert das lang. Bist du fertig? Ich fahre jetzt das hier schon seit 10 Minuten geradeaus. Aber jetzt sollte man dann da sein. Schauen wir mal, wie weit er rudert. Irgendwann ist er dann vorbei. Da müsste ja auch irgendwann dann mal ein Sextant oder so kommen. Irgendwas zum Umgebung, Karte kartografieren oder weiß nicht. So, nochmal her. Schmeißen wir das mal runter. Du kommst da an Land ein bisschen, so. Das ist nicht da. Das ist meine Insel. So, wo sind wir hier? Wir werden das jetzt nicht mehr allzu viel hier jetzt anschauen. Aber, oh. Bist du fertig? Versiegeltes Glas. Eine Bandage. Rohbrot. Rohkäse. Lass mal da stehen. Was haben wir hier? Brief. Ausrüsten. An jemanden, der diese Nachricht findet. Wir haben unser Schiff bei einer nahen Insel im Südwesten wenige Tage zuvor verloren. Halte Ausschau nach Sextant und Uhr an Bord. Sie müssen sich in einer Kiste befinden. Südwesten? Ja, wo ist denn was? Warte mal. Wo geht die Sonne auf?
Warte mal. Osten. Und im Westen geht's unter. Sondern geht nur da aufs Osten. Okay. Ja, das muss ich mal. Oh. Ich glaube, der meint einfach das. Man kann es auch ein bisschen zu genau nehmen. Jetzt schauen wir sich noch mal kurz an. Das Problem ist nur, dass ich hier ersaufe. Ich kann nicht schwimmen. Wieso kann ich eigentlich nicht schwimmen? Da sterbe ich. Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Da muss ich das safen. An Land, an Land. Cooles Korallenriff. Aber die haben wirklich ein fettes Schiff verloren. Bist du fertig? Da liegt schon einiges rum. Schauen wir uns mal kurz die Insel an. Ist noch eine Insel. Boah, da kann man aber schon ordentlich jetzt da rumwurschteln. Oh, ein Kompass. Schon mal praktisch. Eine einfache Karte. Den ausrüsten. So geht das jetzt mit der Karte dann, wenn ich das jetzt anlege. Er mag nichts machen. Merkwürdige Statue. Das Wasser, die Schildkröte, die hängen alle irgendwie fest in der Beta. Das die Insel ist schon cool, die ist ziemlich überladen mit Klumpert. Das ist gar nicht schlecht. Kerze, Medium. Marmit. Da werden wir sich noch einiges rumspielen. Da haben wir noch einiges zu tun. Da haben wir noch ein Paddel. Holzpaddel. Nehmen wir mit. Ich sag, so gigantisch riesige Insel halt dann nicht. Aber sie hat doch Bäume in der Mitte hier Sachen. Also Bäume, Flora, Pampa. Aber in der Mitte hat keiner was tragen, was irgendwie toll super wäre. Ich mir dachte, das ist vielleicht in der Mitte irgendwas Superes. Ja gut, wir haben eine Insel, ein Wrack, eine Leiche. Und unser tolles Superboot. Gut, Leute, im nächsten Mal geht es hier weiter. Aber jetzt mal Icarus incoming. Wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen und schreibt es mir vielleicht unter dem Part hier, ob ihr mehr von dem Spiel sehen wollt. Es ist ja doch schon seit 2018 oder so im Early Access und es ist doch schon älter, aber ich finde, das entwickelt sich immer mehr. Jetzt am 23.11. ist ja im Endeffekt wieder ein Experimental Update kommt. Das nächste ist noch ein bisschen hin, das nächste Update haben sie geschrieben, sofern man das ernst nehmen kann. März, aber das wäre ein bisschen hart. Mal schauen. Wir sehen uns. Und schreibt so was von dem Spiel halt. Bis zum nächsten Mal und ciao.